Mein Name ist Jennifer Wolf, ich bin 28 Jahre alt und arbeite seit 5 Jahren in der zentralen Notaufnahme im Uniklinikum Aachen. Als Kind habe ich mal im Krankenhaus gelegen und da hat mir die Arbeit schon sehr gut gefallen und seitdem hatte ich eigentlich den Wunsch, sowas in der Richtung zu machen. Da ist dann auch schon schnell der Gedanke gekommen in Richtung Notaufnahme, weil wir ja alle Fachrichtungen abdecken. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Ich hatte dann als Schülerin einen Einsatz in der Notaufnahme. Da war das Interesse dann endgültig geweckt und habe mich dann direkt nach der Ausbildung auch beworben. Die Patienten, die melden sich an oder kommen mit Rettungsdienst zu uns, werden dann durch eine Pflegekraft erst eingeschätzt. Es wird geschaut, wie dringlich ist der Patient, muss sofort ein Arzt hinzugezogen werden. In der Notaufnahme ist kein Tag wie der andere. Wir behandeln einfach alles bei uns, von der Bagatelle, vom gestoßenen Zeh bis aber auch zum Schwerstverletzten. Der Herzinfarkt, der Schlaganfall, der Krampfanfall, da ist alles mit dabei. Man sieht auch jeden Tag andere Patienten, andere Fälle. Man arbeitet auch jeden Tag mit anderen Ärzten zusammen, jeden Tag mit einem anderen Team. Und das macht die Arbeit einfach zum einen wahnsinnig anspruchsvoll und auch super interessant. In der Notaufnahme ist die Einarbeitungszeit 3 bis 4 Monate. Das ist relativ lang. In der Zeit bekommt man einen guten Einblick. Die Routine entwickelt man erst danach. Man lernt vor allen Dingen erst mit der Zeit den Patienten einzuschätzen. Ist er wirklich krank? Könnte vielleicht was übersehen werden? Einfach diese ganzen Patientenbeobachtungen, das kommt halt erst mit der Erfahrung und mit der Zeit und ist nicht mit der Einarbeitung abgeschlossen. Seit letztes Jahr Mai studiere ich Pflegemanagement und seit Mai diesen Jahres bin ich der vertretende Stationsleitung in der Notaufnahme. Also im Pflegeberuf grundsätzlich ist es so, dass man natürlich unzählige Weiterbildungsmöglichkeiten hat. In der Notaufnahme ist es halt vor allen Dingen wichtig, zum einen gut mit Patienten umgehen zu können, mit Menschen generell. Kommunikation ist wichtig. Man muss flexibel sein, man muss sich wahnsinnig schnell auf Situationen einstellen können und die dann halt verantwortungsvoll bewältigen. Also grundsätzlich ist es natürlich in der Notaufnahme auch immer ein unheimliches Erfolgserlebnis, wenn man einem Patienten helfen kann. Wir haben natürlich auch sehr schlimme Fälle und traurige Fälle. Das ist natürlich oftmals schwierig, aber im Team bei uns, wir reden darüber, wir haben da Reflexionsgespräche, um das Ganze halt zu verarbeiten, damit man das nicht mit nach Hause nimmt. In der Uniklinik hat man einfach die Möglichkeit, mit allen Fachrichtungen in Kontakt zu kommen. Wichtig ist es, dass man zu Hause auch einen Ausgleich schafft. Ich zum Beispiel mache das über Sport, aber wir unternehmen auch viel mit Freunden. Oft sind das auch Kollegen, weil wir innerhalb der Notaufnahme einfach so zusammengewachsen sind, dass wir auch viel privat zusammen machen.